Grüße Gott, Pater Dr. Michael Weigl. Wir sind beim sechsten, vorletzten Teil über das Naturrecht angelangt und ich möchte kurz wiederholen, was wir bisher überlegt haben. Wir haben inzwischen die Grundeinsichten, um das Naturrechtssystem von Thomas von Aquin zu verstehen, aufgezeigt. Ebenso wurde die Ableitung von den vorgefundenen Naturordnung zum vom Menschen erkannten Naturrecht dargestellt. Dieses Naturrecht hat eine dreistufige Gliederung, die allgemeingültigen Prinzipien, die von den meisten angenommen werden, Schlussfolgerungen oder die 10 Gebote, welche auch noch zum Naturrecht direkt gehören. Und die dritte Stufe bildet die Ergänzungen, die bereits erheblich variieren können und deshalb oft verkannt und von erfahrenen Menschen richtig eingeordnet werden. Das wird uns gleich weiter beschäftigen. Es soll aber auch noch die Haupteinwände gegen das Naturrecht genannt werden. Erstens, Thomas sei Theologe, dem man die Wissenschaftlichkeit abspricht, was wegen seiner Rezeption der Ethik des Aristoteles nicht stimmt. Das ist leicht einzusehen, denn wir haben nur ein einziges Erkenntnisvermögen und einen einzigen Willen, mit dem wir sowohl auf die natürliche Wirklichkeit blicken können, um sie zu erkennen, zu beurteilen, und mit derselben Vermögen schauen wir eben auch auf die Offenbarung. Damit kann ich also sehr wohl mit dem ein und demselben Vermögen, wenn ich richtig wirke, wissenschaftlich Natürliches erkennen, aber auch Theologisches, das zwar einen anderen Beweisgang hat, aber das trotzdem nachvollziehbar und überzeugend ist. Zweitens, der naturalistische Fehl- oder Trugschluss und seine Widerlegung, da ein und dasselbe Sein von ein und demselben Menschen durch den Verstand als begehrbar und vom Willen als begehrenswert erfasst werden kann und darin besteht kein Fehl- oder Trugschluss. Der dritte Grund für die Überzeugungskraft des thomanischen Naturrechts ist die Überlegung des ethischen Relativismus. Wenn alle Menschen dieselbe Natur haben und aus dieser Natur ein Naturrecht ableitbar wäre, so lautet der Einwand, müsste es doch überall ein und dasselbe Naturrecht sein. Das stimmt aber offensichtlich nicht, denn es gibt viele verschiedene und widersprüchliche sittliche, moralische und rechtliche Systeme, was somit den ethischen Relativismus beweist. Wenn ich zum Beispiel beim Autofahren einen Unfall baue, ist deshalb das Fahren mit dem Auto noch lange nicht schlecht. Ebenso muss man sich im Klaren sein, dass weder ein verstandesmäßiges Fehlurteil eine wahre Erkenntnis widerlegen kann, noch ethische Fehlschlüsse eine überzeugende Ethik widerlegen können. Fehlschlüsse widerlegen also keineswegs richtige Urteile. Das ist der systematische Grundeinwand gegen den ethischen Relativismus. Dazu gibt Thomas auch noch überzeugende Gründe für ethische Fehlschlüsse an. Wir haben bereits gesehen, dass selbst bei den Schlussfolgerungen durch allgemein angenommene schlechte Gewohnheiten krasse Fehlurteile entstehen können, wie beim Kannibalismus oder der Witwenverbrennung. Wesentlich komplexer wird es bei den weiteren Bestimmungen bzw. Ergänzungen, also der dritten Stufe des Naturrechtssystems. Dazu haben wir bereits ausgeführt und dabei zwischen berechtigten historischem Wandel, zum Beispiel der Mode, und unabänderlichen, zum Beispiel in Fragen des Lebensrechts, unterschieden. Basierend auf der Feststellung, dass Thomas die Grundsätze induktiv, also von Einzelentscheidungen ausgehend, die Grundsätze und Prinzipien erarbeitet, haben wir wegen der Kürze der Darstellung des Naturrechts dieses deduktiv, also von den Prinzipien bis zu den Schlussfolgerungen, dargestellt. Deshalb beschäftigen wir uns jetzt nochmal mit den ethischen Einzelurteilen und deren Rückführung bis zu den Prinzipien. Es lohnt sich davor noch, kurz auf aktuelle Erkenntnisse hinzuweisen. So hat zum Beispiel ein amerikanischer Psychologe, der Polizisten trainiert, bewiesen, dass die amerikanischen Schulmassaker, bei denen selbst eigene Schulkameraden wahllos getötet wurden, auf entsprechende Computerspiele zurückzuführen sind. Ähnliches gilt wohl für Vergewaltigungen und grausame Tötungen einzelner Mitschüler in Europa, die auf entsprechenden Filmkonsum
zurückzuführen sind. Offensichtlich kann man sich also ziemlich alles antrainieren oder einüben. Wie entwickelt nun Thomas dieses Einüben, aber natürlich für menschenwürdige und damit gute Handlungen? Thomas verweist auch hier auf die Bedeutung des staatlichen, also positiven Gesetze. Insofern Sie mit dem Naturrecht übereinstimmen, denn dann helfen Sie zur richtigen Kenntnis und guten Entscheidung, wenn man sich belehren lässt. Wir haben schon gesehen, dass der Verstand relativ leicht zu grundlegenden Erkenntnissen kommt. Wer einmal den Winkelsummensatz verstanden hat, bedarf keiner weiteren Belehrung oder weiteren Beweise. Da das praktische Handeln sich aber immer auf Einzelfälle, auf Zufälliges, auf Wahrscheinliches erstreckt, muss dieses richtige Handeln nicht nur einmal, sondern wiederholt eingeübt werden, bis es die Grundsätze analysieren kann und sich an diese Handlungsmuster gewöhnen. Obschon diese mehreren Akte nicht zugleich da sind, können sie doch den Habitus der Tugend erzeugen, weil der erste Akt eine gewisse Disposition, eine Verhaltensbereitschaft oder ein Vermögen schafft und der zweite diese Disposition vorfindet und vertieft und so weiter. Erst viele einzelne Handlungen führen zu guten Gewohnheiten oder Tugend, also einer festen Disposition des Charakters. Das steht in keiner Weise unserer freien Willensentscheidung entgegen. Das Gegenteil ist der Fall. Thomas führt als sittliche Vorzüge des gewohnheitsmäßigen, gefestigten Handelns Folgendes aus. Erstens die Stetigkeit und Kleinförmigkeit des Wirkens. Zweitens, daraus ergibt sich weiter eine größere Schlagfertigkeit und Bereitschaft des Handelns. Drittens, eine weitere Folge ist die Konzentration und Kraft, die dem Tugendhandeln zuwächst. Und viertens, aus gesteigerter harmonischer Kraft entwickelt sich naturgemäß die Freudigkeit und Lust des Handelns. Wem diese Prägungen des Charakters fehlen, dem fallen alle Einzelentscheidungen wesentlich schwerer. Wer sich dagegen im Übel, der Sünde oder gar dem Laster einübt, dem ist so ziemlich alles zuzutrauen. Damit gibt es ja wohl verschiedene schlechte Gewohnheiten, aber selbst wenn diese argumentativ verteidigt werden, beweisen sie noch keineswegs einen ethischen Relativismus. Sofern man nicht die Kenntnis der Natur und des Wesens des Menschen ablehnt, was hier für den Einzelnen gilt, kann natürlich auch ganze Gemeinschaften von Menschen prägen.